Hallo zusammen von den Diplers. Markus und ich sind gerade hier in Hamburg beim Triathlon und gucken uns den an. Müssen zum Glück nicht mitmachen, weil wir haben ja nächste Woche in 8 Tagen schon unseren ersten gemeinsamen Start bei der WM mit 4x100 Kraul. Und da schonen wir uns jetzt natürlich. Ja, weil wir immer mehr Fragen von euch bekommen zum Training, zur Vorbereitung, zu unserer Ernährung und so weiter, haben wir gedacht, wir probieren es jetzt vor der WM mal ein bisschen anders als in den letzten Jahren und beantworten euch die Fragen einfach per Video. Und ja, wenn ihr wollt, schickt uns neue Fragen, wir beantworten die euch und wir fangen jetzt gleich mal an. Okay, ich leg dann mal los. Erste Frage von Melanie. Steffen, wer ist dein größter Konkurrent bei der WM? Also meine wichtigste Strecke ist der 100 Meter Schmetterling und ich glaube, mein größter Konkurrent ist Chad Lebrun. Der Südafrikaner, der war letztes Jahr vor mir, ist letztes Jahr Vize-Olympiasieger geworden beim Spielen und der war dieses Jahr auch schon ziemlich schnell. Ich glaube, das ist mein größter Konkurrent. Lars aus Iserlohn will wissen, wie ernährst du dich und irgendwie speziell oder auch mal Currywurst Pommes? Also Currywurst Pommes mache ich jetzt natürlich vor der WM nicht mehr, sondern ich achte schon auf meine Ernährung, ich will mein Gewicht halten und esse zum Beispiel abends auch mal ohne Kohlenhydrate, um eben auch vielleicht noch ein bisschen abzunehmen, das ein oder andere Körperfett. Okay, zwischendurch zeige ich den Leuten mal was Schönes. Nächste Frage, du hast gestern gepostet, dass du dich richtig gut fühlst. Heißt es, dass du WR anpeilst? Oder nur ER? Also ich fühle mich echt gut im Training und ich bin auch gespannt und ich glaube eben zum Beispiel, dass ich meine Leistung von den Deutschen bestätigen kann. Aber Weltrekord ist ganz schön weit weg und es ist dann ja auch Anzugzeiten und deswegen ist mein Ziel, persönliche Bestzeit jetzt zu schwimmen und die Zeit nochmal zu bestätigen. Okay, Alex aus Hamburg will wissen, ob du Flugangst hast. Nee, ich habe keine Flugangst, zum Glück nicht. Ich kann sogar ganz gut schlafen im Flugzeug. Irgendwie finde ich das beruhigend, das Geräusch und ja, sonst würde ich auch nirgends umhin kommen. Okay, das war's für heute. Schickt uns eure Fragen, wir beantworten.